diese neue Medizin, die eigentlich gar nicht neue Medizin ist, sondern wahrscheinlich eine uralte Medizin, die man früher vor Jahrtausenden auch schon mehr geahnt als gewusst hat, vielleicht nicht so exakt naturwissenschaftlich ausdrücken konnte, wie ich das heute kann. Diese neue Medizin umfasst, wie gesagt, die gesamte Medizin, was es überhaupt nicht gibt. Es gibt keine einzige Erkrankung, die nicht nach diesen fünf biologischen Gesetzmäßigkeiten verlaufen würde. Und meine Damen und Herren, wir werden gleich sehen, mit der fünften biologischen Gesetzmäßigkeit ist die neue Medizin endlich komplett geworden. Es ist die Quintessenz oder die Quinta Essentia, das heißt die fünfte biologische Gesetzmäßigkeit, wie wir sagen, die Quintessenz, nämlich das Verständnis, das Gesetz vom Verständnis einer jeden sogenannten Krankheit als eines in Wirklichkeit entwicklungsgeschichtlich verstehbaren, sinnvollen, biologischen Sonderprogramms der Natur. Meine Damen und Herren, das ist ein Meilenstein selbst in der neuen Medizin gewesen. Ich muss einiges revidieren, was ich früher verkehrt gedacht hatte. Ich hatte gedacht, es sei ein Feldeinbruch im Gehirn gewesen, es sei eine Panne gewesen, so wie man das Jahrhundertejahr sich vorgestellt hatte, dass die Krankheiten Panne waren. Das hat nicht gestimmt, meine Damen und Herren. Sondern dieses DHS, dieser Schock, der uns auf dem falschen Fuß erwischt, der ist eine Chance der Natur, die die Natur uns gibt. Das heißt, in diesem Moment dieses DHS, dieses Schocks, wird ein Sonderprogramm eingeschaltet. Und dieses Sonderprogramm ist nichts Schlechtes, meine Damen und Herren, sondern das ist eine allerbeste Sache. Nicht die Natur hatte Pannen gehabt, nicht die Natur hatte Insuffizienzen gehabt, meine Damen und Herren. Wir waren die Dummköpfe gewesen, wir waren die Ignoranten gewesen, die das nicht gesehen hat. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, weil wir ja nicht eine einzige Erkrankung richtig sehen konnten, weil wir immer entweder nur die konfliktaktive Phase gesehen hatten, oder, die hatten wir dann als kalte Krankheiten bezeichnet, oder wir hatten nur die Heilungsphase gesehen, dann hatten wir das als Infektionskrankheiten bezeichnet. In Wirklichkeit liefen alle sogenannten Erkrankungen, sprich Sonderprogramme der Natur, in zwei Phasen ab. Und wir haben also früher gedacht, wir hätten 1000 Krankheiten, jetzt haben wir nur noch 500 Sonderprogramme. Und diese Sonderprogramme sind sinnvolle Vorgänge. Ich will Ihnen mal ein paar solche Sachen aufzählen. Und diese 500 Sonderprogramme, die laufen immer zweiphasig. Und da wir das früher nicht gewusst hatten, hatten wir nie eine einzige Krankheit wirklich sinnvoll, ursächlich sehen können. Und meine Damen und Herren, Sie müssen logisch weiterdenken, wir hatten eigentlich nie einen einzigen Patienten, weil wir jetzt sozusagen nicht wussten, ursächlich richtig untersucht und richtig behandeln können. Dieses Behandeln, das gibt es in der neuen Medizin gar nicht mehr, meine Damen und Herren. Denn aus dem Behandelten ist der Handelnde geworden. Der Patient ist der Chef des Verfahrens in der neuen Medizin. Denn der Patient entscheidet, was gemacht wird. Nicht der Chefarzt, wo der Patient auf dem Rücken liegen muss wie ein besiegter Hund und sich also behandeln lassen muss, wimmernd und wimmernd vor Angst. Nein, meine Damen und Herren, in der neuen Medizin
ist der Patient der souveräne Chef, ausgestattet mit allen Kenntnissen, mit den Kenntnissen der fünf biologischen Gesetzmäßigkeiten der neuen Medizin. Und da die Patienten durchweg nicht dümmer sind als die Ärzte, sondern nur etwas anderes gelernt hatten, können sie nun diese Gesetzmäßigkeiten der neuen Medizin innerhalb von 3 Tagen lernen. Und dann treten sie mit dieser, zum Beispiel mit der Kurzfassung der neuen Medizin, ihrem Doktor entgegen. Und wenn der nicht ganz auf der Höhe ist, dann wird er von den Patienten fachlich niedergeputzt, wie überhaupt nur einfach ganz locker. Meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen diese Beispiele jetzt mal sage, will ich Ihnen einen kleinen Scherz erzählen. Und zwar, wir müssen weiter ankommen noch mit dem Frank. Es gibt einen Scherz. 3 Studenten sollen ein Telefonbuch auswendig lernen. Ja? Ein Physikstudent, ein Biologiestudent und ein Medizinstudent. Der Physikstudent fragt, ob dann System drin ist. Man sagt ihm nein. Sagt er, das lerne ich dann auch nicht. Der Biologiestudent fragt, ob da eine Entwicklung drin ist. Dann sagt ihm nein. Sagt er, nee, dann lerne ich das nicht. Der Medizinstudent fragt nur, bis wann muss ich das auswendig lernen? Bis zum Staatsexamen muss er schon 300 Seiten kennen. Und wenn er Professor werden will, dann muss er das ganze Telefonbuch kennen. Ja? Meine Damen und Herren, diese Telefonbuch-Onkels können wir nicht mehr gebrauchen. Diese ganze Medizin... meine Damen und Herren, bestand nur aus auswendig gelerntem Zeug. Und Sie werden das gesehen haben, immer wenn es brenzlig wurde, wurden schnell 10, 20 neue Hypothesen gebastelt und dann war es wieder denkbar. Ja? Und der Patient, der also höchstens 1,5 Seiten in dem Telefonbuch kannte, der wurde sofort niedergeputzt und sagte, hören Sie mal, sind Sie hier der Arzt oder bin ich hier der Arzt? Ne? Und die können doch nur 1,5 Seiten von dem Telefonbuch. Ne? Und das Ganze war einfach nur Schwachsinn, meine Damen und Herren. Das werden Sie gleich sehen, in der neuen Medizin ist wirklich der Patient nicht nur pro forma der Chef des Verfahrens, sondern der ist das auch geistig. Denn es geht um seinen Organismus, es geht um seine Konflikte, um seine Erkrankung. Und der Doktor oder bisherige Chefarzt, der darf ihm nur noch beratend zur Seite stehen und ihm fachliche Tipps und Ratschläge geben. Entscheiden und verstehen muss es der Herr Chefpatient selbst. Wir haben in Spanien, meine Damen und Herren, da ist das anders als hier. Hier wird es alles total unterdrückt. Ein Bad Godesberger Professor für Geschichte der Naturwissenschaften hat diese und die Erkenntnis unterdrücken. Die schlimmste, gemeinste und niederträchtigste Erkenntnisunterdrückung, Moment, es muss noch weiter nach vorne, hat es die gemeinste und niederträchtigste Erkenntnisunterdrückung der Menschheitsgeschichte genannt. Es sind etwa schon über 1 Milliarde Menschen schätzungsweise gestorben. Denn 95% der Patienten, egal ob Krebs oder nicht Krebs, könnten mit der neuen Medizin überleben. Und wir sehen, dass die eigentlich sterben, nur durch die Panik. Und in der Schulmedizin, sogenannte oder Staatsmedizin, sterben 95% der Patienten. Also es ist eine Differenz von 90%. Und wir wissen, dass die Tiere ja zu 80-90% spontan überleben, wenn man sie lässt. Und dass das bei den Kindern normalerweise auch so wäre, wenn sie nicht Panik gemacht hätten. Diese ganze alle diese Prognosen hingen immer an dem Blödsinn, dass wir das alles nicht verstanden hatten, dass wir diese biologischen Gesetzmäßigkeiten nicht wussten oder auch nicht wissen wollten. Denn seit 14 Jahren weigern sich alle Universitäten Deutschlands, der gesamten deutschsprachigen Länder,
überhaupt nur zu untersuchen, ob es denn richtig ist. Seitdem wird vor Gericht gestritten, ob es denn statthaft wäre. Das Gericht hat gesagt, an einem Vormittag könnte man nachweisen, ob es richtig ist oder nicht. Ein Amtsarzt, ein sehr hoher Oberamtsarzt, hat 250 Fälle untersucht und hat gesagt, es gibt keinen einzigen unter den 250 Fällen, der nicht gestimmt hat. Ein Professor hat 24 Fälle untersucht in einer großen Ärztekollegium und hat gesagt, es stimmt absolut, er hat das schriftlich gegeben, alle haben das schriftlich gegeben. Nein, es darf nicht sein, denn die Staatsmedizin will es nicht haben, man darf alles machen, nur die neue Medizin nicht, meine Damen und Herren. Und die Menschen sterben grausam, ein Jura-Professor hat gesagt, es sei eine solche Dimension der Menschenverachtung, was hier läuft, dass man also 1 Milliarde Menschen absichtlich sterben lässt, meine Damen und Herren, dass er sich diese Menschen, diese Dimension der Menschenverachtung niemals hätte überhaupt vorstellen können. Das hat er der Justiziarin der Universität Tübingen gesagt. Meine Damen und Herren, hier spielen Sachen hinein, die kann ich Ihnen hier nicht erklären, die wird Sie mir auch gar nicht glauben. Nur, ich will Ihnen eine einzige Sache sagen, die Sie dann vielleicht stutzig machen. Am 15. März wurde in den 4-Uhr-Nachrichten gemacht, dass die Crédit Lyonnais Bank in Spanien, in Frankreich, die größte Bank Europas, pleite ist. Es wurde von 15 Milliarden deutsche Mark pleite Summe gesprochen, inzwischen ist es 150 Milliarden Mark. Das heißt also, der ganze französische Staat ist eigentlich pleite, das ist eine Staatsbank. Und die Präsidentschaftswahlen hätten eigentlich nicht stattfinden können und so weiter und so fort. Der Front wäre null wert. Und in den 8-Uhr-Nachrichten war kein Wort mehr von Crédit Lyonnais. Und am nächsten Morgen keine Zeitung hatte was über Crédit Lyonnais. Meine Damen und Herren, das ist sehr seltsam, dass man nicht nur europaweit, sondern weltweit eine Nachricht von 4 Uhr mittags bis 8 Uhr abends aus allen Informationskanälen wegputzen kann. Ist nicht passiert. Die Sache ist einfach gar nicht passiert. 150 Milliarden Pleite sind einfach nicht passiert, meine Damen und Herren. Und nun überlegen Sie mal, wer das wohl machen kann, dass er so toll eine Sache so wegputzen kann, dass es saubere Arbeit gibt. Und genau diese saubere Arbeit, überlegen Sie sich mal, ist in der neuen Medizin, mit der Erkenntnisunterdrückung der neuen Medizin passiert. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir mit unserer Matthias gleich auch fertig. Meine Damen und Herren, ich erzähle Ihnen jetzt noch mal kurz, wie denn in der neuen Medizin dieses Sonderprogramm eigentlich zu verstehen ist. Stellt sich mal vor, ein Tier verschluckt einen dicken Brocken, Knochen oder so, und der geht nicht durch den Darm, der hängt irgendwo und geht nicht weiter. Das Tier kriegt eine Kolik, das heißt, es kriegt ein DHS, ein Dirkhammer-Syndrom, das ich so benannt habe, als ich selbst beim Tod meines Sohnes so geschockt war und an einem Hodenkarzinom erkrankte. Das Tier kriegt also ein DHS und nun schalte ich das Sonderprogramm ein. Das Sonderprogramm sorgt dafür, dass mundwärts, also wir sagen proximal von diesem Brocken, ein Krebs wächst. Ja? Und danke. Der Krebs, der nun vor diesem Brocken wächst, sorgt dafür, dass ungeheuer viel Verdauungssaft produziert wird. Und dieser Verdauungssaft macht diesen Brocken kleiner, als wenn Sie einen Eiswürfel ins Wasser, ins warme Wasser tun und der taut dann ab, sagen wir. Und so daut dieser Knochen ein Stück ab und irgendwann ist er so weit abgedaut, dass er durchrutschen kann. In diesem Moment schaltet das Sonderprogramm wieder um in die Heilungsphase.
Und nun kommen unsere braven Mikroben, die Bakterien. Jetzt wollen wir, jetzt geht's. Meine Damen und Herren, jetzt kommen unsere braven Mikroben, die Bakterien, in diesem Fall die Mykobakterien, das Pilzbakterien, Tuberkulose, verkäsen diesen Tumor wieder. Und wenn wir nach einem Vierteljahr oder 4 Monaten in den Darm schauen, dann sehen wir da nur noch eine Narbenplatte, wo mal dieser Tumor war. Mutter Natur hat ihn selbst chirurgisch wieder entfernt. Ja, das heißt mikrobisch entfernt. Das ist die Chirurgie von Mutter Natur. Meine Damen und Herren, Sie können doch wohl nicht im Ernst behaupten, dass das ein sinnloser Vorgang sei. Mutter Natur schaltet ein Sonderprogramm ein, das der Knochenbrocken durchgeht. Mutter Natur schaltet anschließend die Heilungsphase ein, dass der Tumor wieder abgebaut wird. Anschließend ist wieder normales Spiel wie vorher. Wo war denn da etwas Sinnloses? Wo sind denn da die Kribbel-Krabbel-Metastasen, die bösartigen Zellen? Meine Damen und Herren, das war doch alles Schwachsinn, von bösartig und gutartig zu reden. Ist es bösartig, wenn die Katze die Maus frisst, wenn sie sie kriegt, denn sonst verhungert sie? Oder ist es bösartig, wenn sich die Maus nicht kriegen lässt, weil und damit dazu beiträgt, dass die Katze verhungert? Weder ist das eine bösartig noch das andere bösartig, auch nicht gutartig, sondern es ist das normale Spiel in der Natur. Und so ist das mit unseren Konflikten auch, mit den Krebsen oder Krebsäquivalenten, so nennen wir die Dinge, die wie ein Krebs funktionieren, eventuell Löcher bilden. Also zum Beispiel Knochen, da haben wir ja keinen Krebs, sondern haben wir ein Loch in der aktiven Phase. Und da nennen wir das also einen Knochenkrebs. Ja? Und wir sagen dann also, das ist ein Krebsäquivalent, weil es ja eigentlich nicht ein mehr ist an Zellen, sondern ein weniger, also eine Nekrose. So, meine Damen und Herren, jetzt wollen wir aber unser Dia-Jahr-Gang, wollen wir anfangen mit dem der ersten biologischen Gesetzmäßigkeit, das ist die eiserne Regel des Pett. Die gab es also schon 1981. Die wird seither also unterdrückt, die da eigentlich nur in Ausnahmefällen mal gezeigt werden, nämlich auch nicht gerne von den Herrschern Linge der Staatsmedizin. So, das erste Kriterium dieser eisernen Regel ist Krebs. Jede Krebs- oder Krebs-Äquivalenterkrankung entsteht mit einem DAS, das heißt einem allerschwersten, hochakut dramatischen und isolativen Konflikt erlebten Schock, gleichzeitig bzw. quasi gleichzeitig auf allen drei Ebenen, in der Psyche, im Gehirn und am Organ. Meine Damen und Herren, erstens mal für diesen Umschaltmechanismus des Sonderprogramms braucht Mutter Natur diesen Schock, dass das Individuum auf dem falschen Fuß erwischt. Ja? Wenn sich das vorbereiten kann, wird das nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Passiert auch nichts. Und es passiert ja auch in der Realität nichts. Wir schalten nachher nochmal dann zurück. Ja? Aber wenn Sie, das ist ein Torwart, der wird auch auf dem falschen Fuß erwischt. Und der Ball läuft ganz langsam in das Tordecke rein. Er kommt nicht mehr von dem falschen Fuß weg. Ja? Das ist die typische Situation beim DHS. Das Individuum wird auf dem falschen Fuß erwischt. Und so müssen Sie behalten, das Bild so als Gedächtnisstütze. So weiter im Wissen. Das in der Psyche und im Gehirn und am Organ, das ist nur eine gedachte, das sind nur gedachte drei Ebenen, für uns diagnostisch und therapeutisch zu arbeiten. Aber die gibt es in Wirklichkeit natürlich ja und nein. Das Ganze ist eine Einheit. Und wir sehen, dass nur auf diesen drei Ebenen, sagen wir mal, können wir das registrieren. Wir können den Patienten fragen nach seinem Konflikt, dann haben wir die psychische Ebene. Wir können ein Computertomogramm machen vom Gehirn, immer parallel zur Schädelbasis und immer ohne Kontrastmittel, denn das würde der Doktor bei sich selbst so machen. Ja? Und wir können das am Organ sehen als Krebs oder Krebsäquivalent, als Lähmung oder als Neurodermitis oder als mögliche. Alle Krankheiten, alle, die es überhaupt noch gibt, können, wie gesagt, verlaufen nach diesen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn es nur eine einzige Krankheit gäbe,
die nur mit einer einzigen Gesetzmäßigkeit nicht nach dieser neuen Medizin laufen würde, dann wäre die neue Medizin falsch. Das weiß jeder Naturwissenschaftler unter Ihnen gern. Den Gegenbeweis, den meinen Gegner bisher natürlich nicht führen können. Die sollen die Armen auch mit ihren 5000 Hypothesen, da lacht ja jeder, da lacht der Arme nur mit homerischem Gelächter darüber, ne? Wenn sie mit ihren 5000 Hypothesen anrollen wollen, den Hammer widerlegen, ja, dann kann ich mich totlachen. Ne? Meine Damen und Herren, das zweite Kriterium, der Konfliktinhalt bestimmt im Augenblick des TRS sowohl die Lokalisation des Hammers im Herz im Gehirn als auch die Lokalisation des Krebs oder Krebs-Äquivalentes am Organ. Das heißt, die ganze Sache, das Sonderprogramm schaltet ein praktisch synchron. Psyche, im Gehirn und am Organ. In der gleichen Sekunde könnten wir im Gehirn diese Schießscheibe sehen, die ich Ihnen gleich zeige. Und an der gleichen Sekunde geht das auch am Organ los. Das heißt, dieser, da war überhaupt nichts sinnlos, überhaupt nichts Blödsinniges, überhaupt nichts Unsteuerbares, Unkontrollierbares, Wachstum oder irgendwas. Gar nichts mehr damit. So klar war das immer. Das dritte Kriterium, wenn wir das ein bisschen hochschieben, ja, ein bisschen hoch. Ja, so. Das, der Konfliktverlauf entspricht einem bestimmten Verlauf des Hammerschnitts im Gehirn und einem ganz bestimmten Verlauf einer Krebs- oder Krebs-Äquivalenterkrankung am Organ. Das heißt, auch der Verlauf dieser Sonderprogramms ist auf allen drei gedachten Ebenen synchron. Ja, wir können also nun immer sehen, wenn der Konflikt stärker wird, wird das im Gehirn und am Organ auch stärker. Ja? Wird es ab, schwächt sich das ab, schwächt sich das auch auf den anderen Ebenen ab. Genauso löst sich die Sache, das heißt also kommt die Konfliktolyse, dann ist es auf allen drei Ebenen Konfliktolyse. Kommt ein Rezidiv, ist wieder auf allen drei Ebenen Rezidiv. Eine fantastische Sache, diagnostisch, um zu arbeiten, meine Damen und Herren. Sie können ja wie in der Physik perfekt, logisch, arbeiten, reproduzierbar sein. Bitte, weiter. Ja, so sehen Sie mal so eine Schießscheibe. Ja, können wir gleich weiter, können wir ein bisschen schneller gehen. Mit solchen scharfen Ringen, meine Damen und Herren, das sind nicht etwa Artefakte, die Thomas Siemens bestätigt hat, sondern das sind echte Fakten. Ja, wir können das nämlich sehen, wenn zum Beispiel ein Radiologe ein Hirn-CT ohne Kontrastmittel macht und sagt, ja, jetzt machen wir eins mit Kontrast, aber Sie haben einen Hirntumor oder Sie haben das und das. Da kriegt der Patient einen Schock, ein neues THS und in der nächsten Sekunde läuft der Apparat und dann sehen wir, bach, da hat es eingeschlagen, jetzt hat er solche Schießscheiben, nicht Artefakte. Moment, Folge. Ja, egal, gut. Das haben Sie hoffentlich aufgepasst. Können wir den letzten nochmal zurück? Aber schön. Nee, den vorigen. Ja, egal. Nein, jetzt wieder. Ja. Sehen Sie hier, sehen Sie so eine halbe Schießscheibe, können Sie vielleicht erkennen. Und hier sehen Sie auch alte Sachen. Die kommen da nicht ganz rein. Sie sehen hier so ein altes in einer Seerinde, das ist also ein Konfliktangst im Nacken. Da sehen Sie eine große Sache in der motorischen und sensorischen Rindenzentrum. Das ist zwar eigentlich das motorische und sensorische Rindenzentrum nicht, denn das liegt eigentlich höher, aber wir sehen das in diesem Marktlager wie eine stehende elektromagnetische Welle sozusagen da besser fotografiert als oben. Da hinten auf der Ringseite sehen Sie auch noch im Marktlager des Gehirns, das betrifft also die rechte Schulter und so weiter und so fort. Ja, weiter, nächste. Hier sehen, nee, das vorige war noch nicht. Nein, das andere. Nein, das ist gelöst. Ja, das. Da sehen Sie, so ist das, wenn also die Lösung eintritt, dann fühlt sich das mit Ödem, dann sehen wir diese Ringe so ödematisiert. Und da wissen wir dann genau, aha, wir sind in der zweiten Phase, in der Heilungsphase, und wir wissen auch genau, wo das Zentrum da liegt. Und da wissen wir genau Bescheid, wo wir arbeiten müssen. Das heißt, der Patient ist der Chef. Wir sind die braven Arbeiter, die dem Chef sagen, guck mal, da hast du was. Und da bist du in der Phase und da bist du in der Phase und so weiter. Wenn Sie da oben wieder so eine
Schiffsscheibe, die auch wieder in der Lösung ist, links oben, kann man nicht noch angleichen, da links oben weiter. Wir müssen uns leider versputen, meine Damen und Herren. Ja, hier können wir gar nichts sehen, das ist also nicht scharf genug. Ja, Moment, nochmal zurück. Normal sieht man natürlich hier eine große Sache. Das ist ein kleiner Junge, wo der Vater im Urlaub weggebracht wurde mit Blaulicht wegen Verdacht auf Herzinfarkt. Er hatte aber dann eine Blinddarmentzündung, aber für den Jungen war das Vaters Herz. Und von da hat er einen Herzbeutel, Mesotheliom, also Krebs, bekommen. Und er hat, ja, weiter. Und er hat nun immer schwarze Herzen gemalt in der ganzen Zeit. Ja? Das hat also Wochen, Monate gegangen, bis dann der Vater wieder gesund schien, weiter. Und dann hat er helle Herzen gemalt. Als der Konflikt gelöst hat, dann hat er aber einen Herzbeutel, er wusste es gehabt. Und niemand wusste, warum man wollte ihm diesen sogenannten Hirntumor herausschneiden. Ja, wir haben ihm aber gesagt, um Gottes Willen, lasst das schön da drin, das heilt ganz von alleine wieder, wartet mal in zwei, drei Monaten, ist das alles wieder vorbei. Weiter? So, mal ein bisschen schärfer stellen. Vorne. So, gut, Dankeschön. Meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie, bitte ich Sie, sehr gut aufpassen. Denn jetzt wird es ein bisschen schwierig. Es ist, bleibt blockig, das verspreche ich Ihnen, aber es wird ein bisschen schwierig. Und zwar, sehen Sie mal, meine Damen und Herren, hier sehen Sie das DHS, ja, dort diese Konfliktolyse. Diese erste hier ist die sogenannte Normotonie, das heißt, das was normal ist. So mit Tagrhythmus, Nachtrhythmus, Tagrhythmus, Nachtrhythmus, das ist alles so normal. So, ne? Und nun schlägt dieses DHS, dieses Sonderprogramm da ein, und von da haben wir nur noch Tagrhythmus. Wir kommen gar nicht mehr runter, sondern wir bleiben immer. Der Patient ist im Dauerstress, er hat kalte Hände, er denkt kurzlos noch an seinen Konflikt, er hat nicht geschlafen, ja, er ist in Rage. Das ist ein nettes Gebet, wie man das vergleicht, er ist nämlich Hirsch, was da bei mir gejagt ist. Ne? Nun kriegt er einen Revierkonflikt. Und der Revierkonflikt macht eine Ulzeration der Koronargefäße. Das heißt, die Koronargefäße werden durch die Ulzeration weiter und er kann die doppelte oder dreifache Blutmenge dadurch pumpen. Ja? Der Hirsch rast und rast und rast und er sucht nur den geeigneten Moment, wann er den Jungen mal wieder auf dem falschen Fuß erwischen kann und dann jagt er den Jungen wieder raus. Und diese starke Zunahme, heute würde man sagen, diese Vermehrung von Powers, ja, die kriegt er nur dadurch, dass dieses Sonderprogramm läuft. Ja? Und in diesem Sonderprogramm schläft er sozusagen nicht, denn er muss ja dauernd sehen, ob er den Jungen nicht irgendwann, wenn es nachts ist, auf den falschen Fuß erwischt. Ne? Und in dem Moment, wo er den Jungen geschafft hat, da schaltet er wieder um in die, mit der Konfliktolyse, da schaltet er nun um in diese Dauervagotonie. Also von der Dauersympathikotonie nennen wir das. Das ist bei den Krebsen, die mit Konflikt mit Zellvermehrung wachsen, ist das also die Krebswachstumsphase. Und bei denen wird also nun der Krebs in der Heilungsphase abgebaut. Bei den anderen, diese rote Gruppe da oben, sehen Sie, da ist in der gleichen Phase Zellverminderung und in der Heilungsphase wachsen die Zellen wieder nach, also die füllen sich wieder auf, sodass das also umgekehrt wird. Zunächst mal kannten wir also immer nur in unserem Telefonbuch immer nur solche kalten Krankheiten, haben wir die genannt, und heiße Krankheiten. Ne? Zu den kalten Krankheiten gehört Angina pectoris, alle Geistes- und Gemütskrankheiten, Krebs und so weiter und so fort. Und zu den heißen Krankheiten zählten die Infektionskrankheiten, Gelenkrheumatismus, Rheuma, Leukämie und so weiter. Krankheiten in Anführungszeichen. Ne? Und nun sehen wir, das stimmt nicht. Die gab es gar nicht, sondern die gab es nur im Telefonbuch. Und deshalb konnte die niemand verstehen, weil die alle nur das Telefonbuch auswendig gelernt hatten. Aber wenn man gefragt hat, ja warum denn, wie
kommt das denn zustande? Kannst du mir den Grund sagen? Kannst du die Ursache sagen? Nee, das wissen wir nicht. Wir wissen jetzt nur, dass 372 Telefonbuch und mehr können sie von uns nicht erfahren. Ne? So war das. Und nun kennen wir aber die Ursache genau, nämlich dieses Sonderprogramm. Wir wissen, wie das abläuft und wir wissen, dass natürlich immer zwei sogenannte frühere Krankheiten nun immer ein Sonderprogramm bilden. Also das heißt, immer eine kalte Phase und anschließend eine sogenannte Infektionskrankheit, die Heilungsphase war. Eine wunderbare Sache. Und wir können das genau registrieren im Gehirn. Wir wissen genau schon, wir wissen sogar schon, meine Damen und Herren, wenn wir im Gehirn so eine Zeichen nachher so eine Schießscheibe in der Lösung sehen, dann wissen wir, an welchem Organ der Patient zum Beispiel, wenn er nachts schwitzt, eine Tuberkulose haben muss. Das ist kein Hokuspokus, sondern das ist selbst nachvollziehen werden zu sagen, das ist logisch, das ist ganz klar. Ne? Wenn Sie einen Stein nehmen und in eine Fensterscheibe schmeißen, dann zerspringt ihn, das ist auch logisch klar. Ne? So ist die Ursache und Wirkung. Und so geht das in der neuen Medizin auch. So, meine Damen und Herren, das hat etwas die eiserne Regel des Krebs gewesen. Das zweite ist das Gesetz der Zweiphasigkeit aller Erkrankungen bei Lösung des Konfliktes. Also, wenn der Konflikt gelöst wird, was in 80-90% spontan der Fall ist, bei den Tieren jedenfalls, bei den Menschen eigentlich auch, wenn das also gelöst wird, dann verläuft das in dieser Zweiphasigkeit nach dem Gesetz der Zweiphasigkeit aller, man müsste sagen, sogenannten Erkrankungen durch Sonderprogramme. Jetzt drittens das ontogenetische System der Tumoren und Krebserkrankungen. Meine Damen und Herren, das ist ein bisschen kritischer für Sie, aber auch logisch. Sehen Sie mal, da unten habe ich die Tabelle hingehängt, die können Sie zwar nicht lesen, Sie machen das nicht schlau, die Tabelle können Sie draußen kaufen. Die ist auch nicht teuer, kriegen Sie bei dieser Kurzfassung, da bin ich Ihnen sogar dabei, gratis, zum Fall allerdings. Sie sehen hier diese drei Keimblätter, das innere Keimblatt, das mittlere Keimblatt und das äußere Keimblatt. Und Sie sehen dieses innere Keimblatt und dieses, das ist also das Kleinhirn gesteuerte Organe, die bilden da oben die gelbe Gruppe. Das Kleinhirn sehen Sie von diesem Vögelchen, ist der Flügel dieses Vögelchens, der Körper des Vögelchens ist das Stammhirn. Ja? Und nun, meine Damen und Herren, dieses Althirn, also dieses und das hier, oberste vom mittleren Keimblatt, die zusammenbilden das Althirn und die Althirngruppe. Und die machen, wie gesagt, in der konfliktaktiven Phase die Zellvermehrung und in der Heilungsphase werden diese Zellen wieder abgebaut, weil sie damit nicht mehr nötig sind. Und die von der roten Gruppe, zu denen diese und diese gehören, kannst du mal schnell das nächste Bild zeigen, kurz mal eben, und dann brauchen wir es zurück. Sehen Sie, alle diese orangene Gruppe, hier sind das mittlere Keimblatt, das sehen wir da oben, Kleinhirn, das ist so schraffiert, und Großhirn Markkragen. Ja? Und das Großhirn besteht also aus Großhirn Markkragen und Großhirn Rinde, und das ganze Großhirn bildet diese rote Gruppe jetzt wieder zurück. Bildet diese rote Gruppe, wo in der konfliktaktiven Phase Zelle geschwunden ist und in der Heilungsphase bauen sich die Zellen wieder auf. Meine Damen und Herren, das können Sie an jedem Fall nachprobieren. Das sind keine Hypothesen, es sind fünf Gesetzmäßigkeiten und keine einzige Hypothese ist in der neuen Medizin. Die 5000 Hypothesen sind bei der Staatsmedizin. Ja? So, meine Damen und Herren, das ist also das ontogenetische System der Tumor. Nun ist natürlich interessant, dass alle Sonderprogramme, zum Beispiel des Stammhirns, das heißt dieses Vögel, der Körper, dieses Vögel, die jetzt da oben ist, gelb, die haben auch alle ähnliche Konflikte. Da geht es immer um den Brocken zu fassen, den Brocken runterschlucken, den Brocken verdauen, den Brocken wieder ausscheiden. Ja? Das sind diese archaischen Konflikte, auf die wir sozusagen abonniert sind. Und
Und selbst wenn der Brocken heute bei uns nicht mehr ein Knochenstück ist, sondern vielleicht ein Auto oder eine Wohnung, die wir zu fassen kriegen oder nicht zu fassen kriegen, ja, das spielt keine Rolle. Das Programm läuft so, als wenn es, bei Affen müsste man sagen, eine Banane wäre oder als wenn es beim Hund ein Knochen oder ein Stück Fleisch wäre. Ja? So, das ist das ontogenetische System, da könnte man auch sehr vieles sagen, aber viel Zeit nicht mehr damit, wir müssen ein bisschen spielen. Das nächste, das ontogenetisch bedingte System der Mikroben. Meine Damen und Herren, macht ihr das noch nicht aus, das letzte, das muss ich noch einmal machen. Wir sehen, dass die Mikroben, da haben wir auch gedacht, ja, das ist wie so eine Armee, die napoleonische Armee gegen die englisch-preußische Armee. Und wir haben also die englisch-preußische Armee, das ist unser Immunsystem. Und dann bauen wir immer das Immunsystem auf. Und dann wird die napoleonische Armee da mit angegriffen von unserem Immunsystem. Und das lassen wir uns gerne mal ein paar tausend Mark kosten, damit das Immunsystem aufgebaut wird. Ne? Alles Blödsinn im Quadrat, nicht? Dann gehen Sie in besondere Kliniken, da werden Sie sofort begrüßen, eine Freundschaftsklinik oder so, werden Sie vom Chef dann mit Umarmung begrüßt, dürfen gleich 70.000 Mark am Tresen Cash hinlegen für die Liebe, die Ihnen dort entgegengebracht wird, indem das Immunsystem aufgebaut wird. Alles Blödsinn, 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 meine Damen, alles überhaupt nicht gegeben. Sondern diese Pilze, Bakterien oder Viren gehören exakt zu diesen drei Keimblättern, dem inneren Keimblatt, dem mittleren Keimblatt und dem äußeren Keimblatt. Sehen Sie, Pilze und Pilzbakterien, Bakterien und Viren, die Pilze bauen ab, die Viren bauen auf, die Bakterien können auf und abbauen. Ja? Und so sehen Sie diese wunderbaren Gesetzmäßigkeiten, meine Damen und Herren. Unser Gehirn bestimmt, welche Sorte von Mikroben uns bei welcher Arbeit wann helfen darf. Und zwar erst von der Konfliktolyse ab. In der Konfliktaktivität können Sie literweise Mikroben futtern, alle Sorten, macht Ihnen überhaupt nichts. Und in der Heilungsphase, bald die Konfliktolyse einsetzt, von da ab sind die Mikroben am Arbeiten, sich vermehren und am Arbeiten. Und zwar nur eine bestimmte Sorte, die unser Gehirn dort arbeiten lässt. Das sind keine Kribbelkrabbelmikroben, so wie es keine Kribbelkrabbelmetastasen gibt und Zellen, die da irgendwo durchs Blut krabbeln sollen, die nie einer entdeckt hat und die nur in Seite 798 des Telefonbuchs auftauchen. Aber sonst gibt es die nicht, meine Damen und Herren. So eine wunderbare Verordnung ist das. Nur jetzt bitte das. Ja. Und nun haben wir das fünfte, das Gesetz vom Verständnis ist eine sogenannte Krankheit als eine entwicklungsgeschichtlich verstehbare, sinnvollen biologischen Sonderprogramms der Natur. Meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen noch kurz was sage, müssen wir das noch kurz besprechen, diese Vagotonie, diese Heilungsphase oder heiße Phase. Hat in der Mitte immer diese epileptische oder epileptische Krise. Kann ich heute auch nicht mehr im Extent so besprechen, aber das ist immer diese gefährliche Sache, wo wir unseren Herzinfarkt kriegen, wo wir die Füße kriegen bei der Pneumonie und so weiter und so fort. Das sind diese Phasen, wo wir auch beim motorischen Konflikt, den motorischen epileptischen Anfall kriegen, sensorischen Konflikt. Diese Absence kriegen oder die Ohnmacht, die auch mal 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde dauern kann. So, ja, das ist natürlich diese epileptoide oder epileptische Krise da. So, jetzt aber gar nicht so viel Zeit. Nee, Moment. Das merken Sie sich gut, meine Damen und Herren. Sie können draußen sogar Tabellen bekommen für 9, ich glaube für 10 Mark, da stehen die also drauf. Von diesem, mit dieser Quintessenz, ja, ist die neue Medizin komplett. Es gibt zwar noch Arbeitsregeln, aber die fünf biologischen Gesetzmäßigkeiten, damit ist jetzt wohl Schluss. Ja? Sieht jedenfalls so aus. Und das
erübrigt uns doch schon viele Fragen, ob wir mit diesem oder jenem Krebs erzeugen können. Quatsch, mein Herr und Herr. Natürlich ist das Quatsch. Denn das ist ja ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm der Natur. Wie sollten wir das mit irgendwelchen Sachen, chemischen Sachen, ein sinnvolles Sonderprogramm der Natur erzeugen können? Wenn wir das könnten, dann wären wir mit den Sachen. Dann könnten wir sie vielleicht therapeutisch verwenden. Ja, um dem Hirsch nochmal ein bisschen Dampf zu machen, dass er seinen Weg herausjagen kann. Das können wir aber gar nicht mehr. Ja, das gibt es gar nicht. Ja, das war alles Unsinn. Da haben ganze Industrien von gelebt. Da haben auch diese ganzen Alternativmedizin von gelebt, dass sie immer das Immunsystem aufbauen wollten, um sich da eine goldene Nase daran zu verdienen. Das war alles Blödsinn, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz vom Verständnis der sogenannten Kranke, eines sinnvollen biologischen Sonderprogramms der Natur, meine Damen und Herren, merken Sie sich das gut. Das dreht die gesamte Medizin um. Und wenn Sie das verstanden haben, meine Damen und Herren, und bei Ihnen ist selbst mal ein solches Sonderprogramm, dann wissen Sie sofort, was Sie zu tun haben. Denn dann können Sie dieses Sonderprogramm verstehen und sagen, Moment, was war denn da passiert? Ach, was ist nun das Sonderprogramm? Ach so, ja, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Und dann kann ich mich therapieren, meine Damen und Herren. Sie als Chef können sich selbst therapieren. Übrigens Rumpelstilzchen, wenn Sie den Namen Rumpelstilzchen wissen, haben Sie keine Angst. Diese ganze Panik machen, ja, da können wir nichts für Sie tun, da müssen wir eine scharfe Chemo nehmen, da müssen wir jetzt Morphium nehmen, da müssen wir jetzt einen weiten Gesunden operieren. Alles schwindelt. So, weiter. Meine Damen und Herren, es ist schlecht zu sehen, ist auch der Punkt, das ist drehen nur, Seitenverkehr, das ist nur. Nee, drehen nur. Also ein Karzinom des Gaumens und der Konflikt war, einer hatte also glaubt, den Lotto gewonnen zu haben und hatte schon alle Verwandten eingeladen und konnte dass die Lottoannahme damit die Zahlen umgeschrieben, weil der seit Jahren immer die gleichen Zahlen gestellt. Und da ist der total ausgerastet. Nun müssen Sie sich das vorstellen, der hat nur diesen Brocken, 30.000 Mark, den hat er eigentlich schon geschnappt. Ja, dann hatte er einen Zettel, ich habe einen Zettel aufgekriegt. Ja, das kam dazu. Der hat er nicht. Ja, das ist also ein Patient, hören wir gleich den nächsten, der hat ein Leberkarzinom. Sehen Sie da die Leberkarzinome in der Leber, der hat einen Verhungerungskonflikt gekriegt, weil er seine Freundin wurde schwanger und er hat gedacht, oh Gott, wir haben beide nichts zu lesen, er war 19 Jahre und nun hat er also einen Verhungerungskonflikt gekriegt, wie soll er denn das Kind aufziehen? Ne? Und dann haben wir das arrangiert, dass sich die beiden Familien zusammengesetzt haben, haben einen Pool gebildet und dann weiter der nächste, aber diesmal nicht rausgehen. Ja. Dann das nächste, sind Sie mal nach 6 Wochen, sind Sie lieber Katzenlunge weg. Der war nicht etwa Jod, meine Damen und Herren, sondern der hat nachts geschwitzt wie ein Weltmeister. Er musste dreimal alle Sachen wechseln und das Bett wechseln nachts, weil er so furchtbar geschwitzt hat, Nachtschweiß gehabt. Die Ärzte unter ihm wissen, das ist eine Tuberkulose. Und dann werden diese Leberkarzinome verkäst, ausgeschieden. Und so sieht das dann aus. Die Leber ist ein bisschen kleiner, aber die wird dann angebaut. Am Ende dieser Heilungsphase baut die Leber wieder normales Lebergewebe an, um dies zu kompensieren. Das wussten schon die alten Griechen, dass sowas möglich ist. Denken wir an den Prometheus, der immer vom Adler ein Stück aus der Leber herausgepickt kriegt und das wächst bis zum nächsten Tag immer wieder nach. So, weiter. Ja, das ist jetzt das erste gewesen. Ja. Sehen Sie, so sieht das aus da oben. Das ist so eine verkalkte Schießscheibe, die dann also verkäst war und manchmal geht das auch hin und her. Dann wird er nicht auf einmal gelöst, sondern er kommt dann nach einer Woche oder 14 Tagen wieder und wird wieder gelöst, hin und her und her und hin. Und dann sieht das am Ende so aus. Weiter.
Ja, meine Damen und Herren, das kann man das ein bisschen schärfer machen, aber ja, so ist gut, so ist gut. Das können Sie mir an, das sehen, aber das kommt durch diese große Optimierung. So, meine Damen und Herren, das Tolle, was wir hier nicht, das hat einer Ihrer Kollegen, der also eine sehr große Schwierigkeit hat, ob man dafür verhungert, weil er das so hässlich gefreitet hat. Ja? Oh ja, das ist sehr recht, sehen Sie das besser. Sehen Sie dann nämlich solche Schießscheiben. Ja? Und meine Damen und Herren, Sie müssen sich das jetzt vorstellen, folgendermaßen. Diese, ja, sehr schön, vielen, vielen Dank. Oh, das ist ja ein Okay, meine Damen und Herren, ich werde verwöhnt. Also, meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie sich vorstellen, in der Gehirn ist eine solche Schießscheibe, ja, und in der aktiven Phase, also mit scharfen Ringen, ja. Und nun in der Leber sind die gleichen Schießscheiben, wie Sie sehen, ja, drei sehen Sie hier gerade mal, ne, die von dieser einen Schießscheibe im Gehirn herrühren. Das heißt, diese elektromagnetische Welle mit einem bestimmten Code XY schwingt stehend sozusagen im Gehirn und die gleiche Länge, Welle, ja, mit der gleichen elektromagnetischen Frequenz sozusagen, schwingt stehend auch am Organ und zwar gleich in mehrfachen Platzierungen, ja, Lokalisation. Eine fantastische Sache, überlegen Sie sich das mal. Die gleichen Vorgänge, die wir im Gehirn sehen, sehen wir auch am Organ. Und wenn die das Gehirn bedienen macht, macht das andere da Organ auch bedienen. Wir können das nur nicht überall so gut fotografieren. Wir können das an den kompakten Organen gut fotografieren, an einem weniger gut oder schlechter. Ne? Aber, nun überlegen Sie sich mal, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Jahre Zellen im Organismus. Jede Zelle hat ein Zellkern. Und dieser Zellkern ist so etwas Ähnliches wie ein kleines Gehirn. Und jede Zelle unseres Organismus ist mit jeder Zelle kohärent, würde man auch sagen. Und diese Zellkerne sind auch alle miteinander verbunden. Und deshalb haben wir im Prinzip ein Gehirn, den Kopf, und ein Organ. Das heißt, mal zwischen dem Organgehirn die Informationen vom Kopfgehirn, mal umgekehrt. Das heißt, die sind in Kontakt. Und bei diesen Kontakten können wir es nachweisen, die sind also mit ihren stehenden Wellen in Kontakt. Wir haben 10 Minuten später angefangen, ich brauche die 10 Minuten. Ja, tut mir leid. Weil sich die Eltern hatten kein Lebensmittelladen, und dann immer hatten. Und da hat sie im Supermarkt das Leben gesetzt und der Vater hat immer geschrieben, Gott, ich bin verhungert, der hat ja nichts zu essen, hier kommt ja keiner mehr zu uns. Und dann schlug die Eltern nicht, hat das also als Vater Münze angesehen, hatte durch einen Leberorgasmus, Moment, noch nicht rausgehen, ja, was anderes ist. Und sehen Sie mal da, wo der Pfeil ist, da sehen Sie eine Schießscheibenkonfiguration, ja. War für mich erst sehr schwer, als ich das entdeckte, denn da sieht man ja im Gehirn fast nichts. Ne? Und am Organ sieht man so eine Riesensache. Und dann haben viele Kollegen immer noch gesagt, ja, der Hamus sieht da seine komischen Hamerschen Erde. Da heißt das überhaupt, heißt das Hamerschen Erde? Das kam nicht von mir, sondern haben sie immer gelacht, es sieht die komischen Hamerschen Erde. Und sehen Sie mal, diese Schießscheibe ist auch. Die Schießscheibe entspricht dem, und da sehen wir natürlich genau, das ist noch in der konfliktaktiven Phase. Ne? Wäre das in der Heilungsphase, dann würde das wohl hier eine Gläsung ergeben am Organ und am Gehirn würde das Problem machen. Ja, weiter. Ja? Meine Damen und Herren, das geht vielleicht ein bisschen schnell, jetzt haben wir da zu viel Zeit, aber das ist einfach nur faszinierend, muss man selbst bremsen, dass
Ja, das ist wieder so eine Geschichte. Ja, können wir gleich weitermachen. Das war von dem, was er vorher macht. Das steht auf dem Kopf. Das war von dem, was er vorher von diesen Heilpraktiker Kollegen, von denen sie da hungert. Ja, weiter. Nee, anders ist die, jetzt ist die Zeit. So ist es nicht wunderbar. Sehen Sie, da sehen Sie eine weibliche Brust, linke Brust, und da sehen Sie, wir finden bestimmt einige Male diese zwei Stellen, das sind zwei sogenannte Tumoren drin. Meine Damen und Herren, wir haben gehört, bösartig ist es nicht, sondern diese Tumoren haben eine sinnvolle Aufgabe, denn die Frauen haben doppelt so viel Milch in der Brust als ohne den Tumor. Ja, das heißt also, wenn die Mutter einen Mutter-Kind-Konflikt kriegt, das heißt, das Kind krank ist, dann wächst bei ihr, wenn das umschaltet ins Sonderprogramm, ein Tumor. Und die Mutter hat doppelt so viel Milch dort als in der gesunden Brust. Und sobald das Kind wieder gesund ist, schaltet es wieder um. Wir sind hier in dieser Gruppe im Mathe, schaltet es wieder um und dann wird dieser Brusttumor da verkäst und verschwindet wieder. Und das Spiel kann von vorne beginnen. Wo ist da was Sinnloses, meine Damen und Herren? Ist doch gar nichts Sinnloses. Nur wir Dummköpfe haben gedacht, wir müssen die Tuberkulose abschaffen. Und dann haben wir die Zauberlehrlinge natürlich für uns gemacht, indem die nun ihren Tumor eventuell nicht mehr los haben. Weiter. Richtig. Ja, es ist wieder im Kopf. Also das ist der eine Tumor, da oben ist der andere Tumor. Das eine ist Mutter-Kind-Tumor, das andere ist